Wir begrüßen zum ersten Mal bei der SCEPCON als Rednerin, aber schon langjähriges Mitglied der GWOP, Silvia Stang. Silvia ist Zahnärztin in Darmstadt und beschäftigt sich schon lange mit Humbug, Pseudowissenschaft und unter anderem der Geschichte der Kurpfuscherei. Für mich eins meiner Lieblingsthemen, die historische Bedingtheit von Unfug. Liebe Silvia, die Bühne ist deine. Vielen Dank, Claudia, für die nette Begrüßung. Sehr verehrte Damen und Herren, was ist Kurpfuscherei? In Meyers Konversationslexikon steht, Kurpfuscherei ist die gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne entsprechende Vorbildung. Andere Bezeichnungen dafür sind Quacksalberei, Scharlatanerie, früher auch Medikasterei. Jedem halbwegs vernünftigen Menschen dürfte eigentlich klar sein, dass es sehr gefährlich werden kann, seine Gesundheit oder die seiner Kinder einem Menschen anzuvertrauen, der keinerlei medizinische Vorbildung hat. Trotzdem fallen immer wieder Menschen auf Scharlatane herein und kommen zu Schaden. Ich möchte mal kurz den Wissensstand abfragen. Ist es in Deutschland erlaubt, dass Personen ohne medizinische Ausbildung kranke Menschen behandeln? Wer meint, dass es erlaubt ist? Okay, wen frage ich das überhaupt? Und sie dürfen sogar Geld dafür nehmen. Seit 1939 hat sich für diese Personen der Begriff Heilpraktiker etabliert, denn damals wurde das Heilpraktikergesetz verabschiedet. Nach diesem Gesetz müssen Laienheiler ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das darf kein Vorstrafenregister haben. Sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein und müssen einen Hauptschulabschluss haben. Sie werden vor dem Gesundheitsamt auf ihre geistige und sittliche Reife überprüft. Sie haben Einschränkungen bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen auferlegt bekommen. Das gibt es so mit ganz wenigen Ausnahmen nirgendwo sonst auf der Welt. Seit wann und warum ist das so? Es gab bis 1869 in sämtlichen deutschen Staaten das Verbot der Kurpfuscherei. Ausschließlich approbierte Ärzte durften kranke Menschen behandeln. Im Zuge der in dieser Zeit stattfindenden Liberalisierung des gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wurden viele bis dahin geltenden Einschränkungen für die Zivilgesellschaft gelockert, auch für Anbieter von medizinischen Produkten und Behandlungen. Die Abschaffung des Kurpfuschereiparagrafen war konsequente Folge der Einführung einer neuen Gewerbeordnung. In § 1 Absatz 1 der Gewerbeordnung von 1869 wurde bestimmt, zunächst für den Norddeutschen Bund, ab 1871 für das gesamte Deutsche Reich, der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgesehen oder zugelassen sind. Ziel der neuen Gewerbeordnung war eigentlich gewesen, Handeltreibenden, Dienstleistern und Handwerkern auch ohne Mitgliedschaft in einer Zunft die Möglichkeit zu verschaffen, sich überall niederzulassen, ein Gewerbe zu eröffnen und so für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Man versprach sich von dieser Liberalisierung einen wirtschaftlichen Aufschwung, der dann tatsächlich auch eintrat. Nach 1869 durfte jeder, der sich zum Heilen berufen fühlte, seine Dienste anbieten. Eine geregelte Ausbildung war dafür nicht notwendig. Im Zuge dieser Entwicklung gab es einen regelrechten Boom an Gesundheitsangeboten und dubiose Gestalten, die von sich behaupteten, Kranke heilen zu können, hatten leichtes Spiel. Hier sehen Sie mal drei Beispiele aus Deutschland. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt unterschiedliche Angaben in verschiedenen Statistiken, je nachdem, ob man medizinisches Hilfspersonal, Handwerker wie Dentisten oder Hersteller von orthopädischen Hilfsmitteln dazu rechnet. Man sieht aber, dass eine starke Zunahme erfolgte. Ein großes Problem war, dass sich unter den Laienheilern viele Verbrecher befanden. Unter den im Jahr 1902 in Preußen gemeldeten Kurpfuschern war jeder Sechste vorbestraft. Seit Legalisierung der Kurierfreiheit sind immer wieder Versuche unternommen worden, das Kurpfuschereiwesen zu unterbinden. Es hatte zahlreiche Vorfälle gegeben, wo Menschen zu Schaden gekommen oder gestorben waren. Zum Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hat es einige Gerichtsverfahren gegeben,
wo von einzelnen Ärzten versucht wurde, gegen unrealistische Heilsversprechungen und Falschbehandlung vorzugehen. Es gab ein paar Verurteilungen zu Gefängnisstrafen. Der Gerichtsgutachter Epstein schreibt in seinem Buch Charlatanerie und Kupferschau im Deutschen Reich 1905, als ich gelegentlich eines umfangreichen Kupferscherprozesses, zu welchem ich als ärztlicher Sachverständiger geladen war, das Elend sah, welches ein gewissenloser Scharlatan über zahlreiche sieche Menschen bringen kann, da war es mir kein Zweifel, dass diesem entsetzlichen Unfug ein Ende gemacht werden müsse. Und zwar tunlichst und bald. Es ist erfreulich zu sehen, wie viele Menschenfreunde um die Erreichung dieses Ziels bemüht sind. Sollten die nachfolgenden Blätter die gute Sache fördern helfen, so ist meine Absicht erreicht. In diesem Fall war es um einen 31-jährigen wegen Fälschung und Betruges vorbestraften jungen Mann gegangen. Er hatte in Hagen eine Lungenheilanstalt eröffnet. Dabei handelte er Tuberkulosekranke mit einem von ihm selbst erfundenen Heilmittel. Die Zusammensetzung hielt er geheim. Trotz dass Menschen gestorben waren, hatte er weiter kuriert. Er wurde zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. In den allermeisten Fällen, die vor Gericht landeten, ist es jedoch nicht gelungen, die Kupferscher zu verurteilen. Das lag daran, dass es keine juristische Handhabe gegen Laienbehandlungen gab. Der Jurist Hermann Clement hat sich 1913 in seiner Dissertationsschrift mit den juristischen Hintergründen beschäftigt. Welches Gesetz könnte als Grundlage für ein Kupferscherverbot dienen? Erstens das Strafrecht wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung. Der wunde Punkt dabei ist, es muss ein Kausalzusammenhang zwischen Behandlung und Schaden nachgewiesen werden. Jeder Gutachter weiß, wie schwer es ist, unumstößlich nachzuweisen, dass zwischen der Behandlung und dem eingetretenen Schaden ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Clement schreibt weiter, Zitat, oft sahen sich die Gutachter außerstande, dem frechen Auftreten der Verteidiger entgegenzuwirken. Es wurde ihm einfach die Kompetenz abgesprochen, wenn sie sich zum Beispiel mit Komplexmittelhomöopathie noch nie beschäftigt hatten. Die Richter hatten bei solchen Prozessen Neutralität zu wahren. Anklage wegen Betruges setzt voraus, dass der Behandler von der Wirkungslosigkeit seiner Behandlung und seiner Heilmittel gewusst hat. Falls nicht, kann man ihn nicht wegen Betruges verurteilen. Besonders ungebildet Kurpfuscher konnten sicher sein, nicht verurteilt zu werden, weil sie aufgrund ihres geringen Bildungsstandes nicht in der Lage waren, die Gefährlichkeit ihres Tuns abzuschätzen. Der Angeklagte musste nur vor Gericht aussagen, dass er selbst an seine Heilerfähigkeiten und die von ihm aufgestellte Prognose glaubte. An dieser Stelle erinnere ich mal an den Kurpfuscher, würde ich gerade sagen, Heilpraktiker Klaus Voss, der 2016 in der holländischen Grenze eine Praxis für Krebskranke führte und dort krebskranken Patienten eine Infusion gegeben hat, wo sich ein Mittel darin befand, was nicht als Medikament zugelassen war. Während der Behandlung sind einige Menschen gestorben. Es wurde ihm zunächst die Zulassung entzogen oder die Heilerlaubnis entzogen. Ein Jahr später wurde das vom Verwaltungsgericht Düsseldorf aber wieder aufgehoben. Sachwucher setzt ebenfalls den Betrugsparagraphen Böswilligkeit voraus. Clement schreibt weiter, Zitat, Verurteilungen waren selten und Geldstrafen wurde als unumgängliche Spesen in Kauf genommen. Deshalb hat man dann versucht, auf andere Gesetze auszuweichen. Zum Beispiel das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes. Ein Hindernis dabei war, dass die Einleitung eines Strafverfahrens von einem Arzt oder der Kammer ausgehen muss. Das ist für viele Ärzte jedoch erniedrigend. Des Weiteren fehlten regelmäßig geschädigte Personen, denn es kam so gut wie nie vor, dass Patienten oder deren Angehörige klagten. Die Gewerbeordnung. Das betrifft unter anderem Titelmissbrauch. Zum Beispiel kann die Bezeichnung Medicus non approbatus irreführend sein, weil ein Laie nicht weiß, was das ist. Auch Bezeichnungen wie Naturarzt, Operateur, ärztlich geprüfter Homöopath und Spezialist für Frauenleiden und dergleichen waren verboten. Dafür gab es allerdings nur geringe Strafen bis 300 Mark. Das Verbot des Betreibens von Krankenhäusern, Irrenanstalten und Entbindungskliniken konnte leicht umgangen werden, indem man einen approbierten Arzt anstellte und selbst als Direktor auftrat. Die bestehende Gesetzeslage gab also nicht her, dem Unwesen der Kupferscher Einhalt zu gebieten. Aus diesem Grund vertraten Ärzte den Standpunkt, dass neue Gesetze geschaffen werden mussten.
Es kam zu zahlreichen kollektiven Stellungnahmen durch Ärztevereine und Ärztetage. Die Ärztekammern hatten eigens dafür Kupferschereikommissionen eingerichtet. Es wurden Institutionen zur Öffentlichkeitsarbeit gegründet, zum Beispiel der Deutsche Verein für Volkshygiene, der durch öffentliche Vorträge über das Kupferschereiwesen informieren sollte. Oder 1903 die Gesellschaft zur Bekämpfung des Kupferschertums. Diese gilt als Vorläuferorganisation der GWUP. Die Kupferscher wiederum schufen sich starke Organisationen, zum Beispiel die Vereinigung zur Erhaltung der Kurierfreiheit, den Deutschen Bund der Vereine für naturgemäße Lebens- und Heilweise, den Deutschen Verein für Naturheilkunde und den Zentralverband für Parität der Heilmethoden. Diese Vereine hatten zeitweise bis zu 40.000 Mitgliedern und 3 Millionen Anhänger. Unterstützung bekamen sie von Fabrikanten von pharmazeutisch-chemischen Präparaten und von Drogisten. Auch die Vertreter der Presse profitierten vom Erstarken der Kupferschereiverbände, denn diese zahlten gut für Anzeigen und Artikel. So war es zum Beispiel an der Tagesordnung, dass Verfehlungen von Ärzten, private und berufliche, in der Tagespresse gedruckt wurden. Es wurde gerne gedruckt, was das sensationslüsterne Publikum lesen wollte. Dabei wurden die Ärzte namentlich genannt und es sollte vorgeführt werden, wie minderwertig die deutsche Ärzteschaft sei. Die Kupferschereikommission der Ärztekammern sollten im Gegenzug dafür sorgen, das verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Die Ärztekammern haben ab 1903 verstärkt versucht, die gefährlichen Geheimmittel verbieten zu lassen. Geheimmittel wurden von der Wissenschaft als unseriös abgelehnt, weil ihre Herstellung nicht auf Forschung beruhte. Durch marktschreierische Versprechungen erweckten sie den Eindruck, dass man einen erlauchten Kreis von Eingeweihten angehört, wenn man sie nimmt. Später setzte sich dann auch der Begriff Schwindelmittel durch. Es ist nicht gelungen, ein Verbot gegen die Geheimmittel zu erwirken. Man wollte dann wenigstens Reklame und Anpreisung verbieten. Das konnte teilweise durchgesetzt werden. Zumindest wurden Anzeigen mit prahlerischen Versprechungen oder solche, die zu täuschen geeignet sind, verboten. Bei Zuwiderhandlung gab es Strafen von ein paar hundert Mark, die Pfuschereigroßbetriebe jedoch locker aus der Spesenkasse bezahlten. Sie gaben Hunderttausende für Reklame aus. Im Breslauer Generalanzeiger zum Beispiel gab es pro Monat 600 Anzeigen. In neuen Münchner Tagesblättern gab es pro Tag 260 Heilinserate, zum Teil mit gefälschten und erschlichenen Danksagungen von Geheilten. Der zur damaligen Zeit berühmt-berüchtigte Quacksalber Nadenkötter inserierte in den Zeitschriften Simplicissimus und in der Jugend. Die Anzeigen von ihm befassten sich hauptsächlich mit dem Geschlechtsleben. Schwindelmittel brachten 1898 einen Umsatz von 30 Millionen Mark. Zum Beispiel das diuretische Geheimmittel Letrovigor, welches alle Erkrankungen heilen sollte, brachte Tageseinnahmen von 10.000 Mark. Es stellte sich am Ende heraus, dass es aus Zigarrenasche bestand. 1888 bis 1901 erschienen 24.000 von Kupferschern verfasste Bücher. Sehr beliebt war das neue Heilverfahren von Bilz. Das wurde millionenfach verkauft. Darin wurde gegen Impfungen und gegen Desinfektionsmaßnahmen bei Epidemien agitiert. Es gab alles in allem einen ungeordneten Rechtszustand, in dem sich Behörden und Gerichte zurechtfinden mussten. Fabrikanten, Händler und Zeitungsredakteure ständig neue Schlupflöcher fanden. Die Rechtslage war zudem in den Bundesländern unterschiedlich. Die Kupferschereivereine waren auch äußerst schlagkräftig, Abwehrmaßnahmen gegen Kupferschereiverbote im Reichstag durchzuführen. Man verstand es sogar, die ahnungslosen Abgeordneten um den Finger zu wickeln, und es wurde auch nicht versäumt, mit Maßnahmen bezüglich der Wahlen zu drohen. Was da alles vorgetragen wurde, kann man nachlesen in den Reichstagsprotokollen der damaligen Zeit. Sie wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft digitalisiert ins Netz gestellt. Hier sehen Sie mal, wie sowas aussieht. Können Sie im Internet finden. Macht Spaß, da mal ein bisschen drin zu lesen. 1910 stand der Kupferschereigesetzentwurf das erste Mal zur Verhandlung an. Musste dann mehrmals überarbeitet werden. 1912 wurde er nochmals vorgelegt, aber nicht mehr zur Verhandlung angenommen. Es kam leider nie zur Verabschiedung, weil die Abgeordneten im Reichstag der Meinung waren, sie hätten Wichtigeres zu tun, nämlich erstmal einen Krieg anzuzetteln.
da in Kriegszeiten schon mal andere Gesetze gelten als zu Friedenszeiten, es unter diesen Umständen möglich ist, juristische Bedenken und rechtsstaatliche Grundsätze über Bord zu werfen, ist es den Befehlshabern im Ersten Weltkrieg gelungen, ein Verbot durchzusetzen. Nämlich war es nicht mehr erlaubt, Krankheiten wie Tuberkulose, Krebs, Geschlechtskrankheiten, Frauenleiden und Nervenleiden zu behandeln und auch keine Fernbehandlung mehr durchzuführen. Man wusste, was beim Heere ohne approbierte Ärzte zu erwarten gewesen wäre. Zum Beispiel Simulatoren, Verschleppung von Krankheitszuständen, Kriegsneurosen, Seuchenangst vor Impfungen. All das hätte zur Erschütterung der Wehrkraft geführt und die Renten für Kriegsbeschädigte wären gestiegen. Man sieht an diesem Beispiel sehr schön, dass der Staat durchaus bereit ist, einzugreifen und Missstände zu beseitigen. Aber erst dann, wenn große Teile der Bevölkerung betroffen sind und die Volksgesundheit und vor allem die Wehrkraft bedroht sind. Oder wenn ein gesamtwirtschaftlicher Schaden entstehen würde, der auch den Staatshaushalt betrifft. Die Militärbehörden verbaten auch öffentlich irreführende Schriften für die Dauer des Krieges, um die Lazarettinsassen zu schützen. Danach hatten sie keine Befugnis mehr dazu. In der Weimarer Republik ging es dann mit der Quacksalberei wieder munter weiter. Es traten in dieser Zeit an verschiedenen Orten zeitlich begrenzt einzelne Wunderheiler in Erscheinung. Zum Beispiel Valentin Zeileis mit seiner Hochfrequenztherapie, Heinrich Schäfer-Ast mit seiner Diagnose aus den Nackenhaaren, Bruno Kiep mit seinem Zaubertrank von Ulm, der sogenannten Kieperol-Kur. Diese bestand aus Wein, Kräutern und einem Eisenzusatz. Martin Olpe mit seinen Inhalationsverfahren, das angeblich aus Naturprodukten wie Algen, Moos, Wurzeln und Jod bestehen sollte. Nach Untersuchung durch eine staatliche Behörde stellte sich heraus, dass es ein Gemisch von Kokain, Morphin, Novokain, Suprarenin und Adrenalin war. Das ist schon wirksam, gell? Bis dahin hatten er und seine Frau mehrere hunderttausend Reichsmark eingenommen. Oder der Wunderheiler Josef Weisenberg. Sie waren geschickt im Umgang mit Menschen, beherrschten Suggestion und Hypnose und verstanden es, Profit daraus zu ziehen. Auch gab es ständig in der Presse zur damaligen Zeit Berichte von vermeintlichen Wunderheilern und ihren spektakulären Erfolgen bei der Behandlung unheilbar Kranker. Je mehr Spektakel geboten wurde, desto besser verkauften sich die Zeitungen. Ein Beispiel stelle ich Ihnen mal vor, nämlich den Wunderheiler Josef Weisenberg. Er war ein sehr berühmter Wunderheiler in Berlin der 20er Jahre. Ursprünglich war er ein Sohn armer Tagelöhner in Niederschlesien gewesen. Er hatte bei einem Schäfer gelebt, eine Maurerlehre gemacht und später war er dann nach Berlin gegangen. Dort hat er als Kellner gearbeitet. Seine Methode ist dem Heilmagnetismus zuzuordnen. Durch Handauflegen übertrug er kosmische Kräfte auf die Patienten. Zusätzlich verordnete er Tee aus Schafgarbe und Kamille, Buttermilch und Urinwaschungen, weißen Käse gemischt mit Zwiebel, vor allen Dingen bei schlecht heilenden Geschwüren und bei Krebs. Des Weiteren wurde den Kranken aufgetragen, zu Hause zwei Vaterunser und den ersten Psalm zu beten. Für das Handauflegen bediente er sich Hilfspersonals, vor allen Dingen seiner beiden Töchter, die die Prozeduren jeweils im Minutentakt wie am Fließband durchführten. Während des Ersten Weltkriegs hat er mit dem Vorwurf, gemeingefährlich geisteskrank zu sein, im Zuchthaus Berlin-Moabit gesessen. Danach wurde er rehabilitiert und hielt in dieser Zeit regelmäßig große Versammlungen mit Wunderheilungen ab. Weisenberg behauptete von sich, jede Krankheit heilen zu können. Er hatte tausende Anhänger und sie verehrten ihn als religiösen Führer. Wenn man so etwas liest, fragt man sich doch immer wieder, wie ist es denn möglich, dass solche Menschen, die keinerlei medizinische Kenntnisse oder Ausbildung haben, es schaffen, tausende Anhänger um sich zu scharen und reich und berühmt zu werden. Wen es interessiert, die Wunderheiler der Weimarer Republik, habe ich aus diesem Buch von Daniel Körner. Die Zeit des Nationalsozialismus. Ab Beginn der Machtergreifung der Nationalsozialisten dann gab es ernsthafte Absichten, dem Bildwuchs der Laienbehandler Einhalt zu gebieten. Der Großverband der Heilpraktiker Deutschlands, der sich 1928 aus vielen kleinen Vereinen gegründet hatte, wurde unter staatliche Kontrolle gestellt. Fortan brauchten alle Laienbehandler eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde.
Das geschah jedoch nicht aus der Motivation heraus, die Menschen vor Falschbehandlung zu schützen, sondern war dem Bestreben nach Überwachung und Kontrolle in allen Bereichen des täglichen Lebens geschuldet. Die Staatsführung wollte nicht, dass jeder macht, was er will, sondern das Gesundheitswesen sollte geordnet und gleichgeschaltet werden. Grundsätzlich waren einige Nazi-Größen pseudomedizinischen Verfahren durchaus aufgeschlossen, besonders wenn sie von Deutschen erfunden worden waren. So weiß man zum Beispiel von Rudolf Hess, kann ich mal den roten Punkt verwenden, das ist der hier, Rudolf Hess, dass er sich stark für die Homöopathie einsetzte. Oder Heinrich Himmler, der Anhänger der sogenannten biologischen Medizin war. Er hatte Experimente mit Schüsslersalzen an Häftlingen der KZs Dachau und Ravensbrück durchführen lassen. Reichsärzteführer Wagner verkündete 1937, dass Kurierfreiheit und Nationalsozialismus unvereinbare Dinge seien. Verschiedentlich liest man, dass der Grund für die Einführung des Heilpraktikerrufes in der Nazizeit gewesen sein soll, die fehlenden Ärzte zu ersetzen, denn tausenden jüdischen Ärzten war ja die Approbation entzogen worden. Zu dieser These konnte ich jedoch nichts Bestätigendes finden. Vielmehr deutet alles darauf hin, die medizinische Laienheilerbewegung stark zu beschränken und dann ganz zu verbieten. So wie ich es verstanden habe, war aber geplant, dass verschiedene pseudomedizinische Verfahren in die Medizin integriert werden sollten und es daher nicht mehr nötig sein würde, Heilpraktiker zuzulassen. Am 1. April 1939 wurde ein Gesetz erlassen, nachdem alle bis dahin zugelassenen Heilpraktiker nochmals die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde beantragen mussten und dafür eine Unbedenklichkeitsbescheinigung nach amtsärztlicher Prüfung vorlegen mussten. Die Frist lief 6 Wochen später ab. Danach gab es keine Neuzulassung mehr und die Ausbildungsstätten für Heilpraktiker wurden geschlossen. Das Heilpraktikergesetz, so wie wir es kennen und das bis heute Gültigkeit hat, war also ursprünglich als Aussterbegesetz gedacht. 1957 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die Nichtzulassung von Heilpraktikern der im Grundgesetz gewährleisteten Berufsfreiheit widerspricht und das Verbot von Neuzulassung wurde rückgängig gemacht. In der DDR wurde das Heilpraktikergesetz durch die Approbationsordnung für Ärzte abgelöst. Das bedeutete, dass als Heilpraktiker weiterhin nur arbeiten durfte, wer vor 1945 die Erlaubnis erhalten hatte. Neue Zulassungen wurden nicht mehr erteilt. Beim Zusammenbruch der DDR 1989 gab es noch 11 Heilpraktiker. So, was machen wir jetzt damit? Wie soll es weitergehen? Inwieweit sollte der Staat ermächtigt werden, in die freie Gewerbeausübung einzugreifen? Einige Kritiker verlangen das Heilpraktikerverbot. Ist das sinnvoll? Wenn man Heilpraktiker verbietet, dann nennen sie sich anders, wie zum Beispiel in Österreich, Energetiker, Coach, Gesundheitsberater und so weiter. Dann gibt es noch diverse Schamanen, Engelsmädchen, Telepathen, Aura-Reiniger, Reiki-Meister, Gesundbeter und Verkäufer von diversen Mittelchen und Produkten wie Heilstein, Magnetschmuck, belebtem Wasser und so weiter. Man braucht nur mal auf eine Esoterikmesse zu gehen. Soll man das nun alles verbieten? Mit welcher Begründung? Meiner Meinung nach, und damit stehe ich nicht alleine, wäre es auf jeden Fall sehr sinnvoll, im Zuge des Verbraucherschutzes die amtliche Adelung des Heilpraktikers durch die Zulassung beim Gesundheitsamt wegfallen zu lassen. Denn die Patienten wissen nicht, was sich dahinter verbirgt und denken, wenn jemand vom Gesundheitsamt überprüft wurde, handelt es sich um einen staatlich geprüften Heilkundigen, sozusagen um einen kleinen Arzt. Wenn die Menschen dann von sich aus trotzdem zu Kurpfuschern oder Gesundbetern gehen wollen, dann ist das ihr gutes Recht und dann darf der Staat nicht reinreden. Aber sie sollten zumindest die Möglichkeit haben zu erfahren, dass sie sich auf Scharlatanerie einlassen. Eigentlich sollte der Staat sich für Aufklärung und Patientenschutz zuständig fühlen. Und solange das nicht in ausreichendem Maße passiert, müssen wir von der GWOP und die Leute vom Konsumentenbund die Arbeit machen. Und damit nicht das blöde Bild am Schluss stehen bleibt, zeige ich euch noch ein Foto und ein Zitat der Gründungspräsidentin der GWOP. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus